Du hast nicht zufällig Rum dabei? Hier, nimm mal einen ordentlichen Schluck. Oh Mann, du bist meine Rettung. Die Molukken kennen nämlich keinen Rum. Jede Flasche ist ein kostbares Geschenk. Warum bist du hier? Slick und ich haben unsere Befehle. Wir passen auf die Molukken auf. Der Captain will sicher gehen, dass es hier ruhig bleibt. Außerdem müssen die Jungs am Tempel versorgt werden. Also mache ich den Laufburschen. Okay. Was passiert im Tempel der Erde? Captain Crow und die anderen Molukken beschwören den Zorn der Götter herauf. Ich habe ja schon viel erlebt. Aber eher kämpfe ich gegen die ganze Inquisition, als diese Voodoo-Beschwörung mitzukriegen. kann ich dich für die Lieferung zum Tempel bringen? Nee. Guck mal. Kannst du mich zu einem guten Dieb machen? Kein Problem. Du bist doch schon länger hier. Erzähl mir mal was über die Shaganumbi. Wenn du einen Rum spendierst. Na schön. Hier, hast du noch einen. Warum wollen die alle Rum? Sehr gut. Also, was weißt du? Tja, also da gibt's die Tonka, das sind die Krieger. Und die Tufas, das sind die Jäger. Also, genau. Schon klar. Was ist der Unterschied? Die, Jäger sind die jungen Krieger. Und wenn sie mal ein richtig großes Tier erlegen, werden sie auch zu Tonka. Also Krieger. Ein Aufnahmeritual. Du sagst es. Und ganz oben steht der Chaka. Der Häuptling. Okay. Was ist mit den Frauen? Da gibt's auch zwei Sorten. Die meisten sammeln Früchte und dreschen Pflanzen. Und die anderen sind die Kiki. Nimm dich vor denen in Acht. Wieso? Es sind Hexen. Mit ihrem Voodoo können sie dich verfluchen. Oh nein. Sag mal, was denkst du eigentlich über... Das kann wieder ein bisschen länger dauern. Ich mache wieder die Cam aus, weil... Sieht dann besser aus. Die Kiki. Von denen würde ich mich fernhalten. Vor allem von der Chani. Die ist zwar nicht wie die anderen hier, aber sie ist auch eine Hexe und die Tochter des Häuptlings. Sie sieht eigentlich ganz nett aus. Bah! Vergiss sie. Die hält nicht viel von Piraten. Schon gar nicht, seit Crow ihrem Vater klargemacht hat, wer hier das Sagen hat. Du kennst doch eine andere hübsche Piraten-Lady, Mensch. Schmeiß sie lieber an die ran, als an diese hier. Die Tufas. Die jungen Wilden? Da gibt's nicht viel zu sagen. Ist wie bei uns auf dem Schiff. Der Captain gibt die Befehle und die alten Hasen wissen, wann's für sie ernst wird. Aber die Jungen müssen die Drecksarbeit machen. Laufbursche zum Beispiel? Sehr witzig. Aber du hast recht. Slick ist viel länger dabei als ich. Naja, aber wenigstens malen wir uns nicht an. Aber ich gehe doch gerade richtig mit, oder? Wir reden doch mit einem von Crows Truppe, oder? Also, und der redet einfach ganz normal mit uns, obwohl wir zu Stahlbart gehören? Na, das ist ein bisschen komisch, aber okay. Die Tonka. Barkir ist mit ihnen zum Tempel der Erde aufgebrochen. Aber einige sind auch draußen im Dschungel unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Die sind auf dem Kriegspfad. Mach mich zu einem guten Dieb. Puh, hast du Gold? Sonst zeige ich dir gar nichts. Ich will ein besserer Dieb werden. Sowohl beim Schlösserknacken als auch beim Taschendiebstahl kommt es auf das richtige Fingerspitzengefühl an. Trainiere deine Fingerfertigkeit mit ein paar einfachen Übungen. Dann wirst du schon bald feststellen, dass dir diese Sachen nicht mehr so schwer fallen. Da können wir auch holen, aber ich glaube, wir haben nicht genug Gerissenheit, oder? So gut bin ich auch nicht. Ja.
Wegen der Lieferung gehen wir nachher mal hin. Ich will jetzt erstmal mit dem noch hier in der Mitte quatschen. Mit dem da. Hey, was sehe ich denn da? Ein Pirat mitten im Lager der Shaganumbi? Du bist keiner von uns. Was willst du hier? Ich hab mich verlaufen. Ich bin vielleicht hässlich, aber ich bin nicht blöd. Wenn das so wäre, hätte dich der Krieger am Eingang ohne zu zögern umgebracht. Wo finde ich Crow? Jetzt lass dir mal zwei Sachen sagen. Erstens, es heißt Captain Crow, klar? Und zweitens, du stellst mir entschieden zu viele Fragen. Der Captain hat mich geschickt, damit es hier keinen Ärger gibt. Und ich erledige meine Aufgaben. Also, ich werde dich im Auge behalten. Wenn du hier Unruhe stiftest, mache ich dich fertig. Hey. Nette Ausbeute. Nee. Ja, das ist eben erst zu der Häuptlingdame, aber die muss auch ein Tribut zahlen. Das ist ein schickes Bild so. Badria schickt mich. Ich soll hier nach Opfergaben für sie fragen. Chi, das kann er dick tun. Hier hast du es. Ja, danke. Ja. Hör mal, dieses Kanadiktu. Chi? Was ist das eigentlich? Du bist ein Gucho. Ich glaube nicht, dass du das verstehst. Ach, komm schon. Keine Zeit. Frag Badria. Sie wird es dir sagen. Ja, aber erst, wenn ich ihr die Gaben aus dem Dorf gebracht habe. Ja. Dann habe Geduld, Gucho. Ich hörte, du bist mit Bakirs Entscheidung nicht einverstanden. Wer hat davon gesprochen? Ist das wichtig? Pah, die Shaganumbis sind wie Kinder. Sie erzählen, ohne zu denken, wer es hört. Ich bin nicht hier, um euch zu schaden. Ist das wahr? Oder steckt dahinter eine List? Weißt du was? Du bist noch misstrauischer als ein Sandteufel. Schon mal darüber nachgedacht, dass ich helfen kann? Hamila, Gucho? Du willst helfen? Warum? Da. Sagen wir einfach, ich bin kein Freund von Crow. Und du bist bereit, dich gegen Crow zu stellen? Gegen Crow? Gegen jeden, der sich mir in den Weg stellt. Gut. Wenn du willst, dass ich dir helfe, wirst du zuerst mir helfen. Schon klar. Was ist zu tun? Tahana ist einer unserer Tufas. Ich schickte ihn los mit einem Auftrag. Doch er kam nicht zurück. Okay. Wohin hast du Tahana geschickt? Sein Auftrag führte ihn weit weg. Zum Friedhof auf dem Berg im Südwesten. Gut, dann werde ich mich dort mal umsehen. Tahana ist zu schlau, um Beute für Raubtiere zu werden. Ist er auch schlauer als die Inquisition? Die Blauröcke. Sie haben auf dem Weg einen Turm errichtet und ziehen mit ihren Donnerstöcken über das Land. Vielleicht hat die Patrouille ihn erwischt. Was für einen Auftrag hat Tahana? Eine gute Frage. Doch werde ich es dir erst sagen, wenn ich dir vertraue. Okay. Ich bringe Tahana zurück. Pirat Hamila, Shaganumbi Tawonga, sprich mit Ranapiri. Er hat Tahana zuletzt gesehen. Wenn Tahana zurück ist, werde ich dir mein Vertrauen gewähren. Ja, sieh mal, so gut geht das. Ono Palava, Gucho. Na, okay. Oa, Pirat. Ich bin Ranapiri, Tonka der Shaganumbi. Mir komme ich schon mit total bekannt vor. Badria braucht noch ihre Opfergaben für dieses... Kanadiktu? Ja, genau. Sie hat dich geschickt? Ja, genau. Dann will ich sie dir geben. Hier hast du sie. Chani sagte, du hättest Tahana zuletzt gesehen? Chi, ich begegnete ihm auf der Jagd. Kannst du mir zeigen, wo das war? Ich werde dein Führer sein. Sag mir, wann du gehen willst, Gucho. Aber bereite dich gut vor. Es ist ein langer Weg. Okay. Ja, okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Stell deine Fragen, Gucho.
Wer ist Chaka Bakir? Bakir ist unser Häuptling. Und weil das so ist, nennen wir ihn Chaka Bakir. Was ist der Tempel der Erde? Dieser Tempel befindet sich weit im Süden. Crow und viele unserer Krieger sind dort. Was ist der Tempel der Ahnen? Das ist unser Tempel im hinteren Teil des Dorfes. Doch nur ein Chaganumbi ist würdig, den Tempel zu betreten. Okay. Wer sind die Tonka? Das sind die Krieger der Chaganumbi. Wer sind die Kiki? Hexen des Voodoo. Du erkennst sie an ihrer auffälligen Kleidung. Okay. Oh, gibt's noch mehr. Wer sind die Tufas? Unsere Jungen. Sie sind Jäger, bis sie eines Tages die Ehre erhalten, ein Tonka zu werden. Okay. Wer sind die Muleke? Unsere Frauen, die keine Kiki geworden sind. Sie sammeln und handeln. Gut. Ich denke, das reicht mir fürs Erste. Chi. Hast du Ausrüstung für die Jagd? Ono Ulele, Pirat. Sie Kapua. Sie gibt dir, was du brauchst. Von ihr bekomme ich bestimmt keine Waffen. Ha! Ein Gucho bekommt von uns keine Waffen. Ach komm, ich bin so stark wie ein Tonka. Dann zeige es mir. Welches Biest hast du erlegt? Naja, so einige. Geh und kämpfe. Erlege eine gefährliche Bestie. Ich habe einen Jaguar getötet. Wo finde ich eine gefährliche Bestie? Ich würde an deiner Stelle dem Fluss hinauf folgen. In dem Fluss lauern böse Gefahren. Aber bereite dich gut vor. Sonst wirst du gefressen, Gucho. Wir werden sehen. Ich werde eine Bestie für dich töten. Und ich werde warten. Und ich werde warten. Okay. Jetzt haben wir schon ein paar Opfergaben. Eins, zwei Stück. Dann gehen wir jetzt nochmal nach Inyohun, die nächste da vom Tempel. Ich kann für dich die Lieferung zum Tempel bringen. Nee, lass mal. Wenn der Ketten das rauskriegt, lässt er mich Kiel holen. Wann gehst du das nächste Mal zum Tempel? Erstmal muss wieder genug Zeug gesammelt werden. Bis dahin ruhe ich mich noch aus. Okay. Gut zu wissen. Was passiert hier? Dann gehen wir mal zum Tempel. Was war da? Da war irgendwas. Okay. War vielleicht einfach nur die Schrift oder so. Nee, hier ist der Tempel. Aber den darf ich da eigentlich gar nicht betreten, oder? Also rein theoretisch. Habe ich jetzt aber getan. Bist mir freundlich gesonnen? Kapusheko Kucho! Der Tempel ist tabu! Geh! Kanadiktu, Opfergaben. Sagt dir das was? Ja, warum? Die soll ich im Namen von Badria bei dir abholen. Gut, hier hast du sie. Sonst noch was? Nö, das war's, danke. Okay. Haben wir jetzt alle Opfergaben? Ich weiß nicht, lass mal kurz nachgucken. Opfergaben. Eine fehlt noch. Maria möchte Opfergabe einsammeln. Ich muss zu Chani, Nakar, Rapina und Samiri gehen. Wo ist Samir? Ich hab schon mal vergessen, Mann. Oh, mein Gedächtnis, ne? Ich glaube, ich nur zu Samir. Oder war der Samir? Ich weiß es nicht. Könnte nochmal nachgucken, aber nö. Bin ich zu faul für. Na gut, da. Ich sprach mit Pirat Slick. Er sagt, du gehörst nicht zum Stamm von Captain Crow. Tja. Ich sehe nicht, welchen Weg du gehst. Aber ich sehe dich. Also gib acht, was du tust. Ich habe auch nie gesagt, dass ich dazu gehöre, Mann. Du hast nicht zufällig etwas für Badria dabei? Warum, Gucho? Weil sie mich geschickt hat. Ich soll Opfergaben für sie einsammeln. Warum tut sie das? Du gehst auch zum Kanadiktu?
Dazu müsste ich erstmal wissen, was Kanadiktu ist. Du weißt es nicht. Und trotzdem sammelst du für Badria. Tja, sieht ganz so aus. Ha, dann sollst du es haben. Hier, nimm. Herr der Frauen. Okay, was ist das jetzt? Das interessiert mich langsam. Hier hast du die Opfergaben des Dorfes. Chi-Chi, das ist eine große Tat. Ich danke dir. So, und jetzt erklär mir dieses Kanadiktu. Nur nicht so ungeduldig. Okay, erklär's mir. Das sind doch die Opfergaben für unser großes Fest. Das Fest des Kanadiktu. Was? Feiert ihr Piraten keine Sonnenwende? Schon, aber mit Alkohol und so einem Schnickschnack. Schnickschnack? Na, deine Gabenpakete da. Du bist ein komischer Mann. Ja, ein Mann mit zu wenig Zeit für sowas. Ich muss jetzt weiter. Warte. Du hast mir geholfen, nun werde ich dir helfen. Hier, nimm diese Gabe von mir. Du kannst sie bestimmt gut gebrauchen, hm? Gold nicht schlecht. Aber ich dachte, jetzt kommt das Kanadiktu. Wir würden das jetzt miterleben. Das wäre cool. Okay, dann muss ich jetzt irgendwie den Fluss hoch. Aber nicht hier. Da unten ist noch eine Kiste. Ich will da runter. Da unten. Oder habe ich die schon geplündert? Ah, ne, sogar eine, die man aufmachen muss. Okay. Okay. So, so, nach vorne, zurück. Nee. Na, ich wusste es. Sehr schön. Ja, dann, naja. Dafür, dass so eine schwere Tour war, aber das ist nicht so viel. Kann ich hier jetzt auch hinter dem Wasserfall irgendwas finden? Im Wasserfall muss irgendwann mal. Hast du gewollt, dass man hier unter Wasser laufen kann? Okay. Wir können unter Wasser laufen. Wir haben die Gabe der Voodoo schon ein bisschen gelernt, würde ich sagen. Weil unter Wasser laufen kann nicht jeder. Okay, wir müssen im Wasser hoch. Ich weiß nicht, ob das hoch ist oder runter. Das ist nämlich jetzt das Problem. Und ich bin echt gespannt, was das für eine Kreatur ist, die uns erwarten wird. Eine sehr böse oder eine doch sehr einfache? Oh, ein Krokodil. Hi. So ein Alligator, Alter. Oh mein Gott. Ja. Kannst du mir helfen? Tonka! Aua. Raka. Oh, komm schon. Oh, Säufer. Okay, die gucken nur zu und finden das lustig, dass ich gegen dieses fette Viech kämpfe. Aber vielleicht reicht das dem einen ja, damit ich cool werde. Aua. Aua. Oh nein! Ah, oh, das war so knapp! Ja, jetzt. Jetzt. Ist klar, Leute. Na. Ich sollte dran denken, dass ich ab und zu auch mal zwischenspeichere. Vor allem gegen einen Alligator.
So. Jetzt haben wir es wieder geschafft, sind wieder da, wo wir sind. Und werden jetzt nochmal gegen Alligator kämpfen. Ich habe gerade schon mal gespeichert. Und wir werden jetzt uns gegen den Alligator durchsetzen, hoffe ich. So. Weg. Und oh, damit. Mach schon. So, wieder wegrollen. Und wieder weg, 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 weg. Und weg, 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 weg. Jawoll! Easy. Hi, ich. Amila, Pirat. Amila, Muleki Magi. Hey, wenn ich dir helfen soll, rede so, dass ich es verstehe. Ich habe die Pflanzen gesammelt, aber dann kam das große Maul aus dem Wasser. Ein Alligator. Chi, chi, Alligator, der böse Geist des Flusses. Er schläft sonst, jetzt ist er erwacht. Der Alligator ist Geschichte. Ah, Tawonga Pirat, du bist ein großer Jäger. Das hat sich gelohnt. Was ist mit deinen Pflanzen? Ich verlor sie am Fluss. Sie liegen noch dort. Dann gehe ich deine Pflanzen mal suchen. Chi, suchen. Muleke Pasavi Maloche. Okay, muss ich Pflanzen suchen, na toll. Hey, du. Oh, Pirat. Ah. Mehr ist nicht zu holen. Hab ich auch kein Problem mit. Hat die geklappt. Paar Kräuter an da. Okay, irgendwo am Wasser sind jetzt von der Tusee Pflanzen, die wir suchen müssen. Ist okay. Sollten wir hinkriegen. Aber wir sind jetzt wahrscheinlich auch mutig und stark genug und so, weil wir haben den Alligator besiegt, haben damit ja auch jemanden gerettet sogar. Das, da sagt ja, du bist ziemlich cool. Hoffe ich mal. Können wir jetzt eigentlich so ein Anführungsstrichen ein bisschen cheaten und sagen, ja, aber das haben wir doch schon gemacht, oder? Da oben das, ja. Questziel, das haben wir aber schon erledigt. Jetzt ist die große Frage. Sei er für die eine Dame da, auf der Karte kann er offenbar seinen Schatz finden, ja. Pflanzen und Kräuter bei einem Fluss verloren. Ja, das wollte ich genau. Okay, da unten. Nee, da ist Auftraggeber. Das heißt, wir müssen echt den ganzen Fluss ablaufen, oder was? Ich dachte, ich kann jetzt einfach Pflanzen von mir geben und fertig, aber nö. Scheint nicht so. Ich hab den Fluss verloren. Shit. Ja. Einmal auf jeden Fall schon mal mehr Spaß mit einer Nahkampfwaffe, die ein bisschen mehr Schaden macht, hier was zu reißen, Alter. Bam, Junge! Ah, nächster Affe ran jetzt hier. Zack, zack. Schlitz, schlitz. So, und den auch noch gerade. Und dann können wir wieder Richtung Fluss gehen, würde ich sagen. Und die Pflanzen suchen. Oh, da oben, was ist das denn, Alter? Oh, für Viecher. Das sind irgendwelche Viecher. Mit denen möchte ich mich erstmal nicht anlegen. So, jetzt muss ich irgendwo hier die Dinger finden. Ah, okay. Wow. Gut, dass das so anstrengend war. Wow, ich dachte, wäre jetzt echt, keine Ahnung, ich muss jetzt einen Sack suchen, der irgendwo im Wasser ist oder sowas. Ich habe deine Pflanzen gefunden. Tawonga, Pirat. Chi, chi. Gute Gabe für die Tonka im Tempel. Muleke Pasavi Maloche. Okay, dann bin ich jetzt zurück. Kann ich dahin porten? Denke, ne? Da ist irgendjemand. Das muss ja der das von denen sein, ne? Hi. Und zwar möchte ich jetzt mit dir reden, weil ich bin cool.
Da. Ich habe den Alligator oben am Fluss getötet. Und du sprichst auch die Wahrheit? Wenn du daran zweifelst, kannst du dich sicher bei den Sammlerinnen erkundigen. Oh no, ich glaube dir. Du bist nicht nur mutig, du bist auch stark. Stark! Bekomme ich jetzt deine Waffe? Chi, du bist würdig. Gib mir dafür Gold. Als Opfer für die Ahnen. Wenn du willst, zeige ich dir auch, wie du mit einem Speer kämpfst. Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Stell. Habe ich doch schon verstanden. Gut. Chi. Da. Zeig mir, was du anzubieten hast. Dieser kleine, schnelle, scharfe Messer hat eine leichte Krümmung. Es wird benötigt, um Tiere das Fell abzuziehen. Kann ich, glaube ich, gebrauchen. Auch. Knochensäge habe ich, glaube ich, schon, ne? Schädel, ja, das ist gut zu wissen. Federn, ja, ja. Wow, du hast nicht meinen Speer dabei, Kollege. Zeig mir, wie man mit dem Speer kämpft. Gee, was willst du wissen? Oh mein Gott. Na, so gut bin ich auch nicht. Okay, habe ich noch nicht gelernt. Zeig mir, wo du Tahana gesehen hast. Folge mir, Gucho. Das wollte ich noch nicht. Oh Mann. Ich mache ab hier erstmal, denke ich mal, eine Aufnahmepause. Also die Session ist einfach vorbei. Und dann wird es beim nächsten Mal weitergehen. Ich bedanke mich für recht herzlich jetzt schon mal fürs Zuschauen von den ganzen Folgen. Und ja, falls sie euch gefallen, wie gesagt, könnt ihr halt immer gerne eine Bewertung da lassen, einen Kommentar da lassen, würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich weiß noch nicht, ob ich heute nochmal was aufnehme. Aber irgendwie habe ich schon mega Lust auf das Spiel. Vielleicht mache ich heute sogar nochmal eine kleine Aufnahmesession. Aber erstmal mache ich eine Pause. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt bei der Aufnahmesession. Wir sehen uns dann bei der nächsten wieder. Bis dann, euer kleiner Tag. Ciao, ciao und bye, bye.